Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute habe ich einen Produkttest für euch. Und zwar möchte ich testen Max Factor Lipfinity Lip Color 24 Hours. 24 Hours. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Heute teste ich einen Long Lasting Liquid Lipstick. Und zwar von Max Factor, der nennt sich Lipfinity Lip Color. Und ich habe die Farbe 020 Angelic ausgewählt. Genau, und ja, ich werde das auch ganz normal auftragen, den ganzen Tag lang tragen. Und dann würde ich mich nochmal mit dem Fazit zurückmelden. Genau, was soll dieser Lippenstift bewirken? Was kann er? Und zwar verspricht Max Factor brillante Farben bis zu 24 Stunden Halt. Der Applikator wurde der Form eines Lippenstifts nachempfunden und passt sich so perfekt an die natürlichen Lippenform an. Die große gebogene Oberfläche ermöglicht einen durchgehenden Lippenkontakt für einen gleichmäßigen und dünnen Farbauftrag. Und der Applikator sorgt für einen präzisen Auftrag an der Lippenkontur und in den Mundwinkeln. Feuchtigkeitsspender Topcoat lässt die Farbe glänzen und hinterlässt ein geschmeidiges Gefühl auf den Lippen. Das ist also ein Zwei-Phasen-Ding. Das heißt, man muss erstmal die Phase 1 auftragen, das heißt quasi die Farbe. Und hinterher geht man dann noch mal mit diesem Topcoat drüber. Dann probieren wir das einfach mal aus. Ich hole euch näher ran. Anwendung. Steht da Anwendung? Wie man den anwendet. Ich denke mal ganz normal, wie einen ganz normalen Liquid Lipstick. Und ich gehe mal ein bisschen tiefer hier. Dann fangen wir jetzt einfach mal an. Fertig. Jetzt verstehe ich, was sie damit gemeint haben. Jo, also es ist tatsächlich so, dass der Applikator an dem Lippenstift nachempfunden wurde. Also man trägt den ganz normal auf wie einen Lippenstift. Und der Auftrag war super einfach. Einmal kurz drüber gehen und die Farbe hat sich super verteilt. Also es sind keine schmierigen Flecken. Ja, also zum Auftrag kann ich sagen, super easy. Und jetzt lasse ich das Ganze mal trocknen und dann trage ich den Topcoat auf. Die Lippen sind jetzt getrocknet und jetzt tragen wir den Topcoat auf. Auch keine Farbe abgesetzt. Das Gefühl auf den Lippen ist gerade wunderbar. Ein sehr gepflegtes Gefühl. Es glänzt schön. Und ich bin im Moment wirklich sehr zufrieden. Und es fühlt sich so an wie der Liquid Lipstick von L'Oreal. Ich guck mal eben.
Nein, von Maybelline, genau. Also den habe ich auch einmal getestet. Das Video verlinke ich euch da. Genau, das ist das gleiche Prinzip. Und also im Moment bin ich wirklich sehr, sehr begeistert. Aber wir werden sehen, wie lange sich das Ganze halten wird. Okay, dann sehen wir uns in ein paar Stunden wieder. So, da bin ich wieder. Und wie viele Stunden sind jetzt vergangen? Ich muss mal eben nachrechnen. Ne, 6 Stunden sind vergangen mittlerweile. Und ich habe gegessen, getrunken, ganz normal. Und ich bin einmal mit dem, mit dem Fettstift drüber gegangen von Max Factor, weil ich dann gemerkt habe, dass die Lippen so nach und nach trockener geworden sind. Und nachdem ich das aufgetragen habe, war alles wieder gut. Das Tragegefühl war auch ganz angenehm. Man hat eigentlich gar nicht gemerkt, dass ich Lippenstift auf den Lippen hatte, bis zu dem Punkt, wo es dann etwas trockener wurde. Und jetzt hole ich euch mal näher ran. Hier hat sich das ein klein wenig abgetragen. Aber so im Ganzen sieht das eigentlich noch sehr, sehr gut aus. So. Ja, also mein Fazit zu dem Max Factor Lipfinity. Ich bin super zufrieden. Es hat sehr lange gehalten. Ich habe gegessen, getrunken. Und ich musste nur einmal nachziehen, mit dem Fettstift meine ich drüber gehen. Also nachziehen musste ich gar nicht, sondern einfach nur mit dem Stift, Fettstift drüber gehen. Und ja, also ich kann Max Factor Lipfinity auf jeden Fall weiterempfehlen. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.